So, in dieser Woche gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen im direkten Voting-Duell zwischen Now und Reckless. Aber bevor wir zu den beiden kommen, legen wir mal mit D-Row los. Das Video beginnt mit einem kurzen Intro, mit dem sich D-Row wahrscheinlich auch bei GZSZ beworben hat. Zu viele Passagen wirken leider zu asynchron und teilweise verwackelt. Die Idee mit dem Cameo-Auftritt des Videoproducers, den er mal locker zur Seite schubst, fand ich gut. Und auch die Szenen mit der Jambox habe ich irgendwie gefeiert, weil sie deutlich machen, dass der Typ sich selbst überhaupt nicht ernst nimmt. Und genau diese Comedy-Rap-Schiene ist wie für ihn maßgeschneidert. Allerdings steht das im Widerspruch zu dieser Line von ihm. Oh ja, das ist viel zu einfach. Du machst doch eh nur Comedy. Gefällt dir das nicht, dass du nie wieder die Sonne siehst? Sein Flow wirkt noch etwas holprig, allerdings hat er eine angenehme Stimme, etwas mehr Routine, dann würde ich ihm auch mehr zutrauen. Der mit einer Jambox durch die Gegend hüpfende London-Fan bringt durchgehend sehr einfache Reinkonstruktionen und leider auch Lines, an denen er noch etwas feilen müsste, zum Beispiel an dieser hier. Tief Grundschule, sitze neben Basti und ärgere Lehrer mit der Munddusche. Er berichtet hier ganz selbstverständlich von einem Basti, so als ob wir Zuschauer sofort wissen, wer damit gemeint ist. Wenn er seinen Kumpel neben ihm meint, den sein Sprechgesang absolut sprachlos macht, dann müsste er das vorher irgendwie deutlich machen, sonst verläuft sich die Line im Treibsand. Mein Tipp an ihn, beim nächsten Mal die Asynchronität in den Griff bekommen, die Comedy-Schiene weiter ausbauen und die Jambox vielleicht außerhalb des Bildes positionieren. Gar nicht mal so schlecht hat sich Unique in eurer Voting-Gunst positioniert. In den Kommentaren entschuldigt er sich für sein Video, allerdings gibt es grundsätzlich ein paar Dinge, auf denen er auch bei seinen VBT-Runden achten sollte. Ich habe mich beim Video zum Beispiel gefragt, wo der Typ die ganze Zeit hinschaut. Lag da eine leicht bekleidete Giselle Bündchen auf seinem Bett, zu der er die ganze Zeit rübergeschaut hat? Oder war es dann doch nur der Aufnahmebildschirm seiner Kamera? Wer sich seine neueste VBT-Runde gegen den Cinema-Killer anschaut, wird dort ein ähnliches Problem feststellen, dass man auch nicht mit der länger zurückliegenden Produktion entschuldigen kann. Ein Zuschauer mit dem schönen Namen der Elchgnom umschreibt die Stimmfarbe von Unique sehr passend. Er schreibt, er klingt wie 18 Schachteln Kippen und 12 Liter Schnaps täglich. Diese alkoholisierte Stimmeinfärbung gefällt mir richtig gut und mit der sollte er noch ein wenig mehr spielen. Apropos Spielen, er besitzt eine Fähigkeit, auf die ich explizit hinweisen möchte. Er kann Stimmen bekannter Rapper imitieren. Hört mal zu. Mir als Zuschauer würde es extrem gefallen, wenn er diese Stimmen in seinen Rap mit einbaut. Ich denke, dass er dadurch seinen Flow bereichern könnte und es wäre ein Alleinstellungsmerkmal unter den Battle-Rappern, die ich kenne. Dass er allerdings mit Stilmitteln umgehen kann, beweist er hier, als er eine übertreibende Punchline baut. Egal, ich mach ne Quali, weil ich Lust darauf habe, doch das Preisgeld reicht bei mir nur für den Sofa an einem Abend. Schöne Line, die auch seine Stimmfarbe gleich mit erklärt. In folgender Line paart er Reimtechnik sehr clever mit einem Spit im Wort preisgeben. Hört mal zu. Immerhin wird es einen Preis geben, aber du kannst mir direkt den Preis geben und mich als Sieger preisgeben. Ich hab Reimschemen, ist das nicht super, ey, oh, wenn ich du wär, würde ich mich für jeden Reimschemen. Meine absolute Lieblingsline aus der Runde unseres Whisky-Flaschenvernichters ist die hier. Beachtet euch im Leben, deshalb rappt ihr und seid dementsprechend scheiße wie Rentner, die nur noch Schwachsinn von sich geben. Genialer Spit, den ich vorher noch nie irgendwo gehört habe. Aus dementsprechend wird, wenn man es auseinanderschreibt, dementsprechend. Also Leute, die beginnen einen Teil ihres Gedächtnisses zu verlieren. Überwiegend ältere Menschen. Insgesamt eine grundsolide Leistung und ich bin mir fast sicher, dass er dieses neben die Kameralinse schauen auch in den Griff kriegen wird. Von unserem dritten Rapper in dieser Woche mit dem Namen Scar bekamen wir ein Video, in dem er vor in Camouflage gekleideten Soldaten flüchtete und eine Art verwirrte Spiel mit ihnen trieb. Die Runde hat mir persönlich gar nicht mal so schlecht gefallen, bis auf den ausgesuchten Beat, den fand ich absolut einschläfernd. Der brachte ihm kaum einen Mehrwert ein. Das finde ich etwas schade, denn seine Lyrik beweist extrem viel Potenzial und wäre wert gewesen, auf einen passenden Beat noch stärker in Erscheinung zu treten. Einer meiner Zuschauer, die von Anfang an meinen Kanal supportet haben, Sauria Slash, stellt ein besonderes Stilmittel in seinem Kommentar gut heraus. Neben diesen Alliterationen, die das Klangbild verbessern, gefiel mir auch der Vergleich auf gewachsen. Ihr seid mir nicht gewachsen wie in der Wüste die Flora. Er bringt auch ein paar Representer-Lines, mit denen er sich ganz klar gegen Rapper mit ausgedachten Gangstergeschichten ausspricht.
Ansicht. Keine Superman-Augen, doch ich erkenne deinen durchschaubaren Zug und überhole deine lahme Lok mit einem Hubschrauberflug. Genial in dieser Representer-Line war auch die antithetische Gegenüberstellung von Zug und Flug. Das hatte schon ein extrem hohes Punchline-Level. Beim Flow gibt es leider ein paar Abzüge, weil er versucht, sich irgendwie auf seinen gepickten Beat einzulassen. Es bleibt abzuwarten, ob Scars ins Turnier schaffen wird. Das lyrische Talent besitzt er. Wenn er dann noch einen besseren Beat pickt, könnte es spannend mit ihm werden. Wie gesagt, könnte. Konjunktiv. Bei Reckless können wir den Konjunktiv fast streichen. Er hat es wahrscheinlich ins Turnier geschafft. Er liefert ein extrem professionelles Video mit einer ordentlichen Bildqualität ab. Großes Lob an seinen Videoproducer Jordan Music. Das war extrem gut. Ruhiges Bild, nichts verwackelt und ein ordentliches Color Grading. Die Grundsäulen eines Battle Rap Videos. Seinen Flow hat ein Zuschauer extrem gut und bildlich beschrieben. Ananas Express schreibt: Der Typ hat eine coole Stimme, aber der Beat überholt ihn. Genauso sieht es aus. Der Beat ist, abgesehen von der Hook, etwas schneller als Reckless. Auch wenn er nicht im Takt ist, kann man sich das Ganze trotzdem extrem gut anhören. Unser Sprechgesangsteilnehmer beherrscht den Michael Jackson Gedächtnisgriff. Diesen kann er nicht nur visuell gut umsetzen, sondern auch in dieser Line präsentieren. Seid keine Männer unten rum, habt ihr Phantomschmerz. Neben der sehr gelungenen Hook sollte er aufpassen, nicht zu viele Wörter oder Lines zu recyceln, die man schon von anderen Künstlern kennt. Am Anfang macht man das, weil man in der Imitationsphase ist. Aber im Achtelfinale will ich Lines hören, die mich vielleicht nicht an Entertainment oder sonstige Rapper erinnern. Kommen wir zum Schluss zu eurem Voting-Liebling in dieser Woche mit dem Namen No. Er liefert ein Video, das gut geschnitten ist und das den lockeren Style der Runde schön visuell verstärkt. Unser Rotkäppchen liefert einen mehr als soliden und musikalischen Flow, der mir und euch extrem gut gefallen hat. Da eine Battle-Runde mehr als nur Flow haben muss, enttäuscht er mich etwas auf der Punchline-Ebene. Bis auf diese Lines hier, die hatten einen extrem guten Gegnerbezug. Mutes Einsendeschluss, ist doch peinlich, hast du überhaupt einen Sonderschulabschluss? So, beginnst du alle deine Videos, hör mal lieber auf, ich glaub, ich krieg einen Tinnitus. Ich hoffe inständig, dass er beim direkten Duell mit einem Battle-Gegner mehr von diesen gegnerbezogenen Lines auspackt. Ein weiteres Optimierungsfeld spricht unsere Flow-Maske direkt in seiner Runde an. Seine Technik. Die Reime waren zum Teil sehr zweckmäßig und einfach zusammengestrickt. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und jedes Battle bietet auch die Möglichkeit, an seinen Schwachstellen zu arbeiten. Ich hoffe, dass er sich von der positiven Zuschauergunst motiviert fühlt, uns im Achtelfinale mit einer starken Runde zu unterhalten. Nach dem momentanen Voting-Stand und vor Veröffentlichung der letzten 5 Qualifikationen, die morgen um 16 Uhr kommen, wären alle rot markierten Rapper hier weiter. Die gelb markierten sind schon sicher im Achtelfinale durch den BBK-Joker. So, morgen um 16 Uhr kommen die letzten 5 Qualis und dann geht's mit dem ersten Achtelfinale im BBK weiter. Und zwar mit folgendem Battle: Serious M gegen Idol.